Franz Knipp Vortrag JavaScript. Also einen wunderschönen Nachmittag hier in Eisenstadt. Es dürfte so circa mein 7. Vortrag bei den Linux-Wochen sein, oder wenn es früher auch einen gegeben hat, dann ist die Erinnerung verblasst. Aber circa der 7. hier in diesem Hörsaal. Ich freue mich, dass trotz der Uhrzeit noch ein paar Leute da sind. Und ich bin vor kurzem auch erinnert worden, dass ich jetzt schon 4 Jahre hier an dieser Hochschule unterrichte. Also begrüße euch alle hier an dieser Fachhochschule hier in Eisenstadt, wo ich eben seit 4 Jahren unterrichte, schon verschiedene Fächer, aktuell Anwendungsprojekt Webtechnologien und Betriebssysteme 2, gemeinsam mit meinem Kollegen, also Robert Matzinger, der macht die Betriebssysteme 1 und alles, was Sie bei ihm in Linux nicht gelernt haben und bei den Linux-Wochen nicht erfahren haben, ist dann meine Aufgabe, dass ich Ihnen im 2. Semester beibringe. So, was ist unser heutiges Thema? Ich möchte mich gleich entschuldigen, ich habe kein Linux-Notebook hier, ganz einfach deswegen, weil ein Hersteller von einem Betriebssystem, welches auf den Mobiltelefonen sehr verbreitet ist, voraussetzt, dass man auch das Betriebssystem dieses Herstellers am Entwicklungssystem verwendet. Und einerseits, andererseits, das MacBook, was ich hier verwende, ist 5 Jahre alt. Mein Linux-Notebook ist noch deutlich älter und von der Performance her merkt man da schon einen Unterschied. Mein heutiges Thema ist React Native. Wir sehen da das React-Logo und die erste Frage in den Raum ist: Hat jemand von euch eine Ahnung von React Native? Hat jemand von euch eine Ahnung mit React? Auch noch nicht. Ist jemand von euch im Bereich Web-Applikationsentwicklung aktiv? Ist sie? Na, passt. Dort kommt man nämlich damit in Kontakt, wenn man sich die Technologien, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, anschaut. Und ich werde deswegen ein bisschen versuchen, da das Wort React oder was steckt hinter dieser Technologie kurz zu erklären. Also React, wie auch React Native, ist ein Produkt aus dem Hause Facebook. Das steht seit 2013 unter einer Open Source Lizenz zur Verfügung. Und ich möchte mal sagen, hat schon ein bisschen für Umwälzungen gesorgt im Bereich der Web-Applikationen, ganz einfach aus dem Aspekt heraus, da sind neue Ideen präsentiert worden, die vorher keiner gehabt hat und die sich aber irgendwie doch auch, also angenommen worden sind und verwendet worden sind. Gut, wir reden von Web-Technologien. Der Robert Matzinger hat es schon angekündigt, es geht irgendwie um JavaScript und JavaScript hatte ich ja schon letztes Jahr als Teil meiner Präsentation und auch heute ist es so, React selber ist ein Framework, welches in JavaScript implementiert ist. Wirkliches JavaScript, wenn man sich's anschaut, der erste Kontakt ist, dann denkt man sich, warum? Weil es ist so ein bisschen ein erweitertes JavaScript. Ganz am Anfang haben es JSX hingeschrieben und das war auch noch die Dateiendung von den Dateien. Ist jetzt nicht mehr so stark notwendig, sondern man kann auch mit JS-Dateien das machen. Und wenn wir uns die Konstruktion hier anschauen, dann fällt uns irgendwie was auf. Es schaut so komisch aus, da gibt er irgendwie ein H1-Element zurück. Und das ist auch schon die Erweiterung von JavaScript, die da gemacht worden ist, dass man direkt so Elemente, die man im DOM verwendet, beziehungsweise in weiterer Folge dann auch Komponenten, einfach erzeugen kann, indem man eine HTML-ähnliche Syntax hat. Diese HTML-ähnliche Syntax wird erkannt, glücklicherweise gibt es da keine Namenskollisionen, wenn man also ein HTML-Element beginnt, dann erkennt er, hey, der möchte jetzt ein HTML-Element erzeugen und dann kann man weiterschreiben, wie wenn das ein HTML-Element wäre. Wenn ich irgendwo wieder zurücksteigen möchte und eine Variable einsetzen möchte, dann verwende ich dazu geschwungene Klammern.
so wie es da oben ist. Das funktioniert natürlich auch bei den Attributen für die Elemente. Hat den ganz großen Vorteil, jeder, der aus der Webentwicklung kommt und mit Sprachen, mit PHP oder auch anderen gearbeitet hat, wird sich schon einmal darüber gewundert haben oder muss das bei jedem Schritt eigentlich berücksichtigen. Wie gebe ich das jetzt aus? Was muss ich jetzt für Zeichen escapen und anders machen? Und HTML Entities heißt so ein Befehl im PHP. Diese Sachen, um die muss man sich dann nicht mehr kümmern. Der weiß, wo was eingesetzt ist und weiß, was er damit macht. Es wird nämlich auf Ebene JavaScript eingesetzt und nicht auf HTML-Ebene. Das heißt, für diejenigen, die schon einmal damit zu kämpfen hatten, dass es so eine Cross-Site-Scripting-Attacke oder sowas eingebaut haben, unabsichtlich oder absichtlich nehme ich mal nicht an, diese Thematik passiert dann nicht mehr. Das geht einfach nicht, außer wahrscheinlich, wenn man es drauf anlegt schon, aber dieses ganze Escaping und so weiter, um das muss man sich da keine Sorgen mehr machen. Der weiß, was er tut. React ist viel mehr, als wie, dass sie da so die Sprache erweitert haben. Was es nämlich tut, wir haben diese Elemente und diese Elemente werden erzeugt. Und alle im Browser sind alle diese Operationen auf dem Document Object Model, diese DOM-Operationen, teure Operationen, die brauchen Zeit. Und wenn ich jetzt eine große Web-Applikation habe und jetzt, sagen wir mal, Facebook, wenn man das im Browser öffnet, dann merkt man schon, dass der Rechner langsam wird und so weiter. Da tut sich schon einiges und das soll trotzdem noch irgendwie ein bisschen performant sein. Das soll trotzdem noch in der Interaktion mit dem Benutzer dann nicht irgendwelche Wartezeiten erzeugen. Es soll sich anfühlen, als würde alles gleich passieren. Und Facebook hat das gelöst, indem sie ein Virtual Document Object Model nachgebildet haben. Das heißt, auf der einen Seite ist das, was im Browser drinnen ist, und sie haben das Ganze noch einmal als reine JavaScript-Objekte daneben noch einmal angelegt. Und sie vergleichen, welche Änderung passiert auf dem JavaScript-Level, das geht relativ schnell, und schieben dann die tatsächlichen Änderungen in den Browser hinein, in das echte DOM hinein. Was hat es für einen Vorteil, dass eben diese DOM-Operationen, die man so typischerweise mit jQuery macht, welche ich vor ein paar Jahren auch bei den Linkswochen hergestellt habe, die gibt es nur mehr in einer Richtung und auf der anderen Seite holt man sich natürlich die Events wieder zurück und verarbeitet die, das natürlich, die bleiben erhalten, aber man vergleicht vorher, was man überhaupt ändern muss und tut nur diese Änderungen wirklich im echten DOM im Browser durchführen. Das ist ein riesiger Performance-Gewinn. Und last but not least hat React auch noch einen Weg definiert, wie die Daten in die Komponenten kommen. Das heißt, wir sprechen hier von abgekapselten Komponenten. Eine Komponente hat einen gewissen Status, einen State, einen Zustand, so sagt man auf Deutsch, einen Zustand. Und von außen kommen über die sogenannten Props die Informationen hinein. Ich kann jetzt im Objekt selber Zustandsänderungen durchführen, aber ich kann vom Objekt selber nicht woanders irgendwas ändern. Das kann ich nur, indem ich es wieder über die Props hineinführe. Das ist ein sogenanntes One-Way-Data-Binding, das geht nur von draußen nach drinnen. Wenn ich irgendwelche Daten ändern möchte, stellen wir uns vor, wir haben ein Formular. Im Formular liegt im Speicher ein Datensatz zugrunde. Dann muss ich in diese Komponente Funktionen für diese Änderung hineingeben, aber geändert wird es außerhalb der Komponente und die Änderungen werden wieder dann hineingeschoben in die Komponenten. Auf diese Art und Weise wird ein kontrollierter Fluss der Daten erzeugt. Wenn ich da oben One-Way-Data-Binding hingeschrieben habe, ist das ein kleiner Hinweis, da gibt es noch eine andere Variante, Two-Way-Data-Binding, wie es zum Beispiel bei Angular oder auch bei Vue oder auch bei anderen Frameworks möglich ist. Dort hat man das Problem, was passiert, wenn sich
irgendwie was an zwei Stellen ändert, ja, dann kann es sein, dass nicht mehr ganz klar ist, wie das richtige Verhalten ist. Dem wurde bei React begegnet, indem man es klar definiert hat, es gibt nur diese eine Richtung der Daten hinein. Daten kommen nicht automatisch wieder heraus, sondern das muss wirklich aktiv, die Daten in einer übergeordneten Komponente geändert werden, damit sie dann dort wieder hinein injiziert werden. Und solche Komponenten haben den Vorteil, dass sie verschachtelt sein können. Deswegen habe ich hier in grün eine zweite kleine Komponente hinein eingezeichnet. Für die gilt dasselbe. Und auch dort kann ich nur über die Props wieder Daten hineingeben. Was wir hier auch sehen, ist so ein Bärchen, wo man auch das Gelbe als Container bezeichnen könnte. Das geht jetzt dahingehend, dass man versucht, seine Komponenten so zu bauen, dass man Komponenten baut, die zustandslos sind. Das sind reine Representational Components. Das heißt, alles, was die darstellen, wird irgendwie von draußen bestimmt und drinnen haben sie keinen Zustand mehr. Die sind also sehr dumm, deswegen ist auch manchmal die als Dump Components bezeichnet. Hat aber den großen Vorteil, wenn ich sie testen muss. Da bin ich von keinem inneren Zustand abhängig, sondern kann diese Komponente einfach darstellen und kann von extern die verschiedenen Zustände bestimmen. Und umgekehrt gibt es draußen in dem Container eine Smart Component oder auch Container Component, die eben den Zustand für diese innere Komponente verwaltet. Bleibt da. Gut, das ist einmal ganz schnell gewesen, also ein kleiner Flug in die Welt von React. Also React ist ein JavaScript-Framework, mit dem man HTML-Seiten bauen kann, aus Komponenten, einfach gesagt. Gut. Das Wort besteht aus React, also aus React und aus Native. Native ist schon der erste Hinweis auf die Welt der mobilen Applikationsentwicklung. Wie schaut es für uns aus? Wenn wir von Native Mobile Development sprechen, dann haben wir im Wesentlichen, also seitdem Microsoft Windows Phone offiziell eingestellt hat, eigentlich nur mehr zwei Welten. Wir haben auf der einen Seite die Android-Welt. Dort wird alles in Java gemacht. Das ist die Programmiersprache, mit der man halt seine Applikationen macht. Auf der anderen Seite haben wir die Telefone von Apple und iPad, iPhone mit dem Betriebssystem iOS. Dort hat man früher in Objective-C gearbeitet. Neuerdings kann man dort auch Swift verwenden. Die linke und die rechte Welt sind komplett unterschiedlich. Unterschiedlich in den Sprachen, unterschiedliche Technologien, zum Teil unterschiedliche Philosophien. Dass diese unterschiedlichen Philosophien auch natürlich eine Eigenheit sind, auf das die Hersteller Wert legen und das Bedienkonzept auf einem iOS-Handy ein anderes ist als auf einem Android-Handy, das kann man akzeptieren. Dass man dafür verschiedene Sprachen lernen muss, ist schon schwieriger. Einen Entwickler zu finden, der beide Technologien gleichermaßen gut beherrscht, ist unmöglich. Deswegen, der Spruch in Orange, der wird sich wandeln in den nächsten Folien. Hier könnte man sagen, learn twice, write twice. Man kann de facto nichts wiederverwenden von seiner Applikation. Um dem zu begegnen, gibt es schon echt sehr lange die Idee, dass man Webviews verwendet. Weil es gibt auf dem Android-Handy einen Webview, wo man eine Webseite darstellen kann. Genauso gut gibt es unter iOS einen Webview, wo man eine Webseite darstellen kann. Und wenn man sich das Projekt PhoneGap, welches dann später von Apache aufgenommen worden ist und dort Cordova heißt, ansieht, dann findet man dort noch Unterstützung für Mobiltelefone, die man nicht mehr im Handel bekommt mit Betriebssystemen. Basierend auf diesem Cordova hat sich auch
in den letzten Jahren einiges weiterentwickelt. Als Beispiel habe ich Ionic angeführt. Ionic verwendet Angular 2 in der aktuellen Version, das ist also ein sehr modernes Framework, aber es bleibt nichtsdestotrotz ein HTML-Browser am Handy, wo HTML-Elemente mit entsprechenden CSS-Klassen versuchen, das native Interface irgendwie zu emulieren. Und das mag vielleicht für ein statisches Bild noch halbwegs gut funktionieren. Wenn es darum geht, irgendwelche Touch-Events auszuwerten, merkt man, hey, das geht von der Performance ja gar nicht. Nicht nur das, es kommt nachher das nächste Update, die nächste Android-Version oder die nächste iOS-Version, wo sie dann sagen, na, jetzt schaut der Button ein bisschen so aus und das Design ändern wir so ein bisschen. Dann ist diese HTML-CSS-Lösung natürlich nicht am Stand des Betriebssystems und schaut erst wieder irgendwie falsch aus. Die Idee hinter dieser Entwicklung war, PhoneGap schon eben seit dem ersten Tag, ich schreibe meine Applikation einmal und sie rennt auf allen Geräten gleichermaßen gut. Zusammengefasst, write once, run everywhere. Gut, wir haben jetzt eine Folie, wo mir ein Wort weggeschnitten worden ist. Also, auf der einen Seite nehmen wir JavaScript und React, auf der anderen Seite nehmen wir diese nativen UI-Komponenten und wenn wir das zusammenführen, bekommen wir React Native. React Native ist eine Technologie, die abermals von Facebook entwickelt wurde und betreut wird und die ist seit 2 Jahren circa unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar. Während React Native zwar erlaubt, dass man sagt, okay, man schreibt das einmal und es rennt auf beiden unterstützten Systemen, ist deren Philosophie aber eine andere. Sie sagen, learn once, write everywhere. Was möchte man damit aussagen? Es soll jede Applikation, wenn wir sie als native Applikation verstehen wollen, sich noch immer so anfühlen wie eine native Applikation. Sprich, wenn zum Beispiel unter iOS die Tab-Navigation unten mit Icons gemacht wird und bei Android das aber oben ist und der aktive mit Text und der aktive ist unterstrichen, dann soll diese Eigenheit erhalten bleiben. Dazu muss man andere Komponenten verwenden. Sie sagen halt, man kann sehr viel weiter verwenden. Die erste App, die sie damit ausgestattet haben, die auch gekauft, also die in den Stores drinnen ist, war der Facebook Ads Manager. Und sie sagen, sie haben dort eine Code Reuse von 85% zwischen der iOS und der Android-Version. Und man wird, wenn man diese App verwendet, nicht merken, dass das keine native App ist, weil die halt wirklich überall die nativen UI-Komponenten verwendet, so wie wenn es eine native App wäre. Gut, somit ein ganz kurzes Intro in diese Welt von React Native. Wie kann man das verwenden? Wie kann man das starten? Das möchte ich ganz kurz live vorzeigen. Der erste Befehl da oben, dieses npm install, installiert die Kommandozeile für React Native. Das ist auf meinem System schon geschehen, das erspare ich mir. So ist das für alle sichtbar? Nein, dann machen wir es größer. So. Meine Testinstallation wegsichern und hoffe, es ist für alles lesbar da unten. Wenn ich jetzt mein Projekt starten will, dann sage ich einfach React Native init und sage dazu, wie das Projekt heißen soll. Linux Wochen 2017 ist jetzt einmal
mein Application Name. Dann passiert ein bisschen was, er lädt ein paar Pakete herunter und installiert die in das Verzeichnis, das ich da benannt habe. Es dauert weniger als eine Minute. Dann ist das aufgesetzt. Man sieht auch da ist eben der NPM im Einsatz, da rennt schon viel JavaScript im Hintergrund auch. Jetzt kann ich in dieses Verzeichnis wechseln und habe da meine fertige Applikation liegen, die ich mir im Atom-Editor auch anschauen kann. Es ist jetzt noch kleiner alles. Auf jeden Fall sehen wir die Einsprungspunkte. Das sind da zwei Dateien. Das eine ist die index.android.js und das andere ist die index.ios.js. Diese zwei Dateien sind für das jeweilige Betriebssystem der Einstiegspunkt. Wenn ich zurückgehe in die Kommandozeile, kann ich jetzt mit React Native Run iOS diese App starten. Das braucht jetzt ein bisschen, das wird ja kompiliert. Irgendwann einmal ist es am Simulator soweit, wird hier dargestellt. Der Simulator ist Spur größer, sehen wir besser. Das Schöne ist, hier entsteht eine App und ich sehe sie im Simulator angezeigt und ich musste in dem Fall kein einziges Mal das Xcode öffnen, welches eben die IDE ist, um normalerweise iOS-Apps zu erstellen. Ident ist das Verhalten, wenn ich sagen würde, React Native Run Android. Auch da wird das kompiliert. Ich muss nur vorher den Simulator starten und das wird dann im Simulator installiert. Man ist also echt unabhängig von den IDEs, die da sonst dazugehören. So, da ist auch gleich was Zweites aufgegangen. Das kann ich dann gleich dazu zeigen. Das ist zum Debuggen. Beim ersten Aufruf dauert es ein bisschen und da haben wir schon unsere App laufen. Die tut jetzt nicht viel, ja. Die schreibt nur diese vier Zeilen daher. Wir sehen, da ist schon der Debugger eingeschaltet. Man kann das nämlich in dem Fall im Chrome debuggen. Dazu muss man nur die Developer-Konsole vom Chrome aufmachen. Dann haben wir hier die Konsole und hier sehen wir unseren Output. Also wenn ich in meiner App ein Konsole-Log einbaue, dann erscheint das dort. Geht einfach da in die Render-Funktion. Konsole-Log, hallo. Speichert das. Ah. Und er beschwert sich, weil er ist irgendwo im verkehrten Verzeichnis. Ja, weil die Indexdatei nicht original die war, die vorher da war. Das wir sehen auch noch gleich was anderes, es ist jetzt da, der Atom, der Editor hat nicht mitbekommen, dass ich das Verzeichnis im Hintergrund neu benannt habe. So, da sehen wir jetzt unser Hallo, das heißt auf die Art und Weise können wir debuggen, auch relativ leicht. Es sind auch da in den Simulator einige Features eingebaut. Wenn wir hineinschauen, dann ist das so Hot Reloading zum Beispiel, Live Reload, so heißt das in dem Fall, schon aktiviert. Das heißt, wenn ich irgendeine Änderung da drüben mache,
dann sehen wir, wird das automatisch neu geladen, gestartet und ich sehe auch da den geänderten Output. Wenn jemand von Ihnen schon einmal zum Beispiel im Xcode an einer App gearbeitet hat, dann wird er wissen, dass in der traditionellen Programmierumgebung auch dieser Cycle, bis wann ich was irgendwo am Simulator sehe, ein bisschen länger dauert als wie in diesem Fall. Das macht das Entwickeln sehr angenehm. Ich sofort meine Änderungen sehe und wenn ich das Live Reload einschalte, brauche ich nicht einmal da jetzt dann Kommando R drücken, damit es neu geladen wird, sondern das ist schon da. Diese App, die da läuft, bitte, die hat keinen WebView. Ja, nicht, dass jemand glaubt, das ist in Wirklichkeit auch nur wieder ein anderer Weg, um so ein Cordova oder was zu verstecken. Das könnte man sogar analysieren, also man könnte schauen, ob es eine WebView-Komponente da drinnen gibt. Die gibt es de facto nicht, sondern es sind wirklich native UI-Komponenten. Das schaut jetzt nur da, in dieser Mini-Demo, sieht man noch nicht den Unterschied. Welche Komponenten es überhaupt gibt, ist eben auf der Seite von React Native gut erkennbar, die, die dabei sind. Das ist diese Seite, also wenn Sie auf Facebook, GitHub.io, React Native gehen, dort finden Sie nicht nur einen Link zum Quellcode, sondern eben die Dokumentation dazu. Und in der Dokumentation finden Sie vor allem auch eine Liste von den ganzen Komponenten hier auf der linken Seite, die da schon integriert sind und die eben Systemkomponenten sind. Wem diese Komponenten nicht reichen, der findet im Netz noch deutlich mehr Komponenten, die andere Personen beigesteuert haben. Und dazu ist zu sagen, dass also nicht nur Facebook das React Native produktiv verwendet, sondern auch andere Hersteller für ihre Apps verwenden. So ist zum Beispiel die Kartenkomponente, die die nativen Kartenansichten verwendet, die ist von Airbnb, soweit ich mich erinnere, gemacht worden. Auch Wix.com, dieser Homepage-Generator, hat Beiträge geleistet und unter Open-Source-Lizenz zur Verfügung gestellt, sodass man da einiges an Erweiterungen schon findet. Nicht alles muss man selbst programmieren. Gerade dieses Beispiel mit diesen Karten zeigt sehr gut, wo die Grenzen sind, wenn man auch mit diesem WebView-basierten System arbeiten würde. Die Karte schaut einfach bei jedem Betriebssystem anders aus. Und wenn man einen WebView verwenden würde, dann könnte man nicht dieses native Look and Feel erzeugen. Abgesehen davon, dass auch diese ganzen Mechanismen mit dem Herumschieben und so weiter nicht mehr so flüssig funktionieren, weil der WebView einfach dafür zu langsam wäre. Jetzt könnte die nächste Frage sein, ja, wie ist das dahinter aufgebaut? Wir haben, damit eben dieses UI gut funktioniert, läuft dieser Teil im Main-Thread. Und in einem Background-Thread läuft dieses JavaScript. Und dort, wenn man sich überlegt, wie diese zwei Sachen zusammenarbeiten, erkennt man auch die Nähe zu, wie React im Browser arbeitet, weil dort ist das ähnlich organisiert. Dort gibt es eben auch eine Stelle, die sammelt die Änderungen und schickt die dann in einem Paket in den Browser als sogenannten Batch, sodass der das updatet. Und dieses Prinzip ist auch in React Native umgesetzt, um das möglichst ideal zu machen, um möglichst ein natives UI-Erlebnis zu liefern. Wenn man zusätzliche Komponenten haben möchte, es gibt ein Framework basierend auf React Native, welches dann noch drüber hinausgeht.
Das, das habe ich jetzt nicht mehr offen oder irgendwo offen. Das wäre Expo.io. Die haben noch viel mehr zusätzliche Komponenten geschaffen, damit man mit dem Mobiltelefon interagieren kann. Das heißt, zusätzlich zu den bereits bekannten Paketen, die also von Facebook verwendet werden, haben die da auf der linken Seite noch viele zusätzliche Pakete geschaffen, um zum Beispiel eine Facebook-Integration zu machen für ein Login, wenn man ein Facebook-Login verwenden möchte, wenn man den Accelerometer verwenden möchte vom Handy etc. etc. oder auch wenn man SVG-Grafiken verwenden möchte. Auch eine Map-Komponente haben die integriert, das ist eben bei Expo. Das heißt, es gibt schon, und auch das ist alles Open Source, das heißt, es gibt schon ein wirklich riesiges Repository an fertigen Komponenten, die man mehr oder weniger einfach in seine App hineinziehen kann. Und wenn man es wirklich sehen will, wie einfach das gehen kann und wie man auch sowas ausprobieren kann, wenn man selber jetzt nicht einmal ein iOS-Handy hat, aber sehen will, wie das unter iOS ausschaut, dann möchte ich noch ganz kurz der snack.expo.io vorstellen, das eben von Expo vor kurzem gebaut wurde, unter Verwendung auch des Dienst Appetize.io. Appetize.io betreibt irgendwo in Rechenzentren offensichtlich eine Vielzahl von Device-Simulatoren, die man nutzen kann und deren Ausgabe zurückgeschickt wird in den Browser. Das heißt, man muss nicht sein Handy verwenden, um irgendwas zu präsentieren oder den Emulator, sondern man kann das direkt im Browser machen. Und wenn ich jetzt da dieses Beispiel mir anschaue, dann sehen wir, dass da, wenn wir da auf der linken Seite haben wir den Quellcode und da sind wir da dieses Change in the Editor and watch it change on your phone. Dann sehen wir mehr oder weniger real-time, wie sich die emulierte App da auf der rechten Seite ändert und das ist wirklich über das Betriebssystem emuliert. Das ist jetzt nicht wieder ein gefaktes irgendwas, sondern das ist tatsächlich, da rennt irgendwo im Hintergrund ein iOS und baut das zusammen. Das ist eine ganz, also das gibt es jetzt seit 3 Wochen oder so. Also es ist ziemlich sehr jung, dieses Snack. Und die haben ja sogar eingebaut, dass ich ganz einfach da, was weiß ich, irgendwelche Komponenten hineinbauen kann. Mit wirklich Drag and Drop. Nicht, dass das jetzt Sinn gemacht hätte, vor allem an der Stelle, aber so. Ja. Genau, das ist gleich ein Hinweis, sollten Sie selber einmal sich damit beschäftigen. Man kann zurückgeben oder halt in dieser JSX-Syntax nur ein Element zurückgeben und dieses Element und nicht zwei untereinander, ja, sondern dann muss man eines machen, was rundherum ist. Das ist bei React gleichermaßen wie jetzt bei React Native. Und offensichtlich habe ich es jetzt kaputt gemacht, das kann natürlich auch passieren. Aber wir kriegen das schon hin. Blur View wäre da, und so weiter. 3 Gren, sind wir gut. So, da sehen wir jetzt das Bild und das ist geblurrt.
wird die Intensity auf 0 drehen, dann ist der Blur hoffentlich gleich weg. Also, Sie sehen, es geht vor allem schnell und einfach und ähnlich geht es, wenn man es auch lokal entwickelt. Wenn man dann wirklich eine App erzeugen will, die dann am Mobiltelefon läuft, dann bleibt einem bei iOS der Umweg über das Xcode nicht ganz erspart, weil man muss ja das signieren und so weiter und das ist dort alles integriert. Da hat man halt einmal damit zu tun. Bei Android hilft es einem, kann man das, wenn man im Android Studio das macht, aber man muss es nicht zwingend machen. Aber es erleichtert auch gerade das Code-Signing, weil dort geht es mit 4 Klicks, dann ist es einmal konfiguriert und beim nächsten Mal müssen Sie nur mehr auf der Kommandozeile hinschreiben, dass es in der Release-Konfiguration gleich erzeugt werden soll. Dann bekommen Sie ein APK. Das APK können Sie auf ein Mobiltelefon im Emulator oder im Emulator installieren beziehungsweise in den Google Play Store hochladen und Sie haben auch dort eine native App damit erzeugt. Diese native App hat diesen JavaScript-Code dann drinnen, weil dort trennt eben der eine JavaScript-Engine. Die JavaScript-Engine ist bei iOS schon im Mittenbetriebssystem mitgeliefert. Das heißt, die wird dort nicht noch auch rein dazu paketiert, sondern die ist schon am Gerät installiert. Bei Android wird die halt auch noch hineingepackt. Die Größe von den erzeugten Dateien ist nicht wirklich so, dass man sagt, oh, da liefert man jetzt 100 Megabyte an irgendwas aus, sondern das bleiben relativ kleine Pakete. Ich habe auch schon einen Performance-Test gelesen, weil natürlich dann die Frage ist, oh, wenn das im JavaScript rennt, kann das denn so performant sein, wie wenn ich es direkt nativ schreibe? Und das Testergebnis war, dass es nicht merklich langsamer war, interessanterweise bei Verwendung der Map-Komponente sogar schneller war, als wenn man es nativ implementiert hätte, wie auch immer das passiert ist. Aber das waren die Testergebnisse, die ich dazu gelesen habe. Irgendwo ist die Präsentation. Wenn mir wer verrät, wie ich dort wieder hinkomme. Also es geht aus meiner Sicht echt sehr einfach, damit eine App zu erzeugen. Wir haben also jetzt bei uns ein Projekt laufen, wo wir seit 3 Monaten aktiv an einem Prototypen entwickeln. An sich war die Prototypenentwicklung rein für eine iOS-App geplant. Wir haben die Android-App mehr oder weniger gratis mitgemacht, weil, also ohne Mehraufwand mitgemacht, weil es rennt dasselbe Code unter Android auch gleich. Was natürlich auch wieder sehr praktisch ist, weil sonst müsste man jetzt noch einmal den Prozess bei Null starten und so ersparen wir uns das. Bis jetzt ist unsere Erfahrung damit eben sehr positiv. Ich kann jeden, der jetzt in die mobile App-Entwicklung einsteigt, empfehlen, sich das anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Wenn man sich eine Präsentation von Facebook dazu anschaut, also was sie bei einer Konferenz in der Keynote gesagt haben, war, dass einfach das Arbeiten mit React oder React Native den Entwicklern viel Spaß bereitet. Und ich habe leider, muss ich fast sagen, oder glücklicherweise, weil glücklicherweise gibt es auch Aufträge mit zahlenden Kunden in meiner Firma, auch mit anderen Systemen doch hin und wieder zu tun. Und dieser Faktor, wie schnell man was erstellt und auch wie transparent das zustande kommt, sodass man versteht, warum ändert sich das, wenn ich da was ändere etc., der führt schon dazu, dass das Programmieren damit wesentlich zufriedenstellender verläuft, als wie Typo 3, um es konkret zu sagen. Weil das ist, also, ist für mich eine Katastrophe, weil da tut man an irgendeiner Stelle irgendeine Datei umbenennen und es geht schon nicht mehr und man weiß nicht mehr warum und lauter so Effekte. Die hat man in dieser Welt nicht. Da ist eigentlich alles recht klar und interessanterweise sogar relativ einfach. Vor allem gut nachvollziehbar. Wenn Sie euch anschauen wollt, was kann man sich noch anschauen? Also die Sachen habe ich schon weitgehend gezeigt. Wir sind jetzt gerade bei der Version 0.43 von React Native.
Das heißt nicht, dass es noch nicht production stable wäre, ja, ganz und gar nicht. Wie gesagt, Facebook verwendet das für seine eigenen Entwicklungen und hat dort mehrere Applikationen seit Jahren im Store. Ich sehe das auch als großen Vorteil, dass ein Unternehmen das verwendet und für sich selbst verwendet, weil dadurch ist sichergestellt, dass sich jemand drum kümmert. Das ist bei den Open-Source-Projekten ja leider nicht immer der Fall. Und da braucht man relativ wenig Angst haben, dass das so von einem Tag auf den anderen verschwindet. Facebook selber entwickelt übrigens nicht über das GitHub-Repository, sondern die haben ihr eigenes System, aber sie haben einen Prozess geschaffen, wie sie die Änderungen, die sie in ihrem Mercurial-Repository machen, automatisiert wieder nach GitHub spiegeln. Und man kann auch auf GitHub aber Pull-Requests machen. Diese Pull-Requests werden dann auch wieder automatisiert in ihr System geholt, dort verarbeitet und das wird wieder rausgespielt. Das heißt, man ist auch als Entwickler, hat man die Möglichkeit, da was reinzubringen. Es gibt zum Beispiel aktuell ein relativ großes Projekt oder sagen wir, ein sehr wichtiges Projekt, das betrifft das Routing innerhalb so einer App, der React Native Router. Da arbeitet neben Facebook eben noch Exponent mit und noch jemand. Und das ist ein komplettes Open-Source-Projekt, was auf GitHub zum Beispiel entsteht, welches dann auch Facebook in seinen eigenen Produkten verwenden wird. Als Tutorial, um das sich da ein bisschen einzulesen, es gibt zum einen etwas auf dem ersten Link, der zweite Link geht ein bisschen noch in die Tiefe und beschreibt noch ein bisschen mehr rundherum. Das ist React Native Express. Ich kann auch empfehlen von React.js-Konferenz, da gibt es ein Intro dazu, Introducing React Native, und es gibt dann auch noch ein anderes Video, wo es mehr in die Tiefe geht, für diejenigen, die verstehen wollen, was da dahinter passiert, wie die Interaktion ist zwischen dem nativen Betriebssystem und der JavaScript Engine. Es gibt eine ganze Reihe von fertigen Paketen, die man mittels npm-install in sein Projekt installieren kann. Dazu, die findet man entweder auf npm.org oder hier unter Packages ist der Link. Dort findet man ebenfalls Pakete, die halt schon gefiltert sind für React Native. Und eben der letzte Link ist, wenn man das in dem Browser ausprobieren will, snackexpo.io. Wer noch mehr wissen will, wer in dem Bereich arbeiten will oder wer ein Projekt machen möchte, mit mir, mit meiner Firma in dem Gebiet. Da unten steht dann meine E-Mail-Adresse franz@knip.com beziehungsweise ein paar Informationen gibt es auch auf der Homepage http://knip.com, die natürlich so wie jede Homepage immer schon natürlich auch ein bisschen aktualisiert werden könnte, aber sie ist seit letztem Jahr, sie ist also noch zu, sagen wir, 75-80% aktuell. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Ich habe noch drei Fragen und ich entschuldige mich dafür, falls du das eh erwähnt hast, weil vielleicht ist es mir einfach entgangen, es ist schon spät am Tag. Erstens mal, mit React Native entwickelt man iOS und Android, aber dass da gleichzeitig eine Webplattform rauskommt, das ist nicht angedacht. Oder habe ich das irgendwie nicht verstanden? Nein, das ist... Das hat man, Problem hat man oft. Man möchte sagen, gleichzeitig für Desktop, sprich im Browser... Und für App etwas machen, was in etwa gleich aussieht, aber das Look und Feel der jeweiligen Plattform dann haben soll. Also konkret, das ist derzeit seitens Facebook nicht vorgesehen. Also die liefern nichts dazu mit, aber es gibt ein Projekt, das kenne ich jetzt nur nicht im Detail, welches versucht eben diese Komponenten, die quasi für die mobilen UIs zur Verfügung gestellt werden, wieder als Webkomponenten abzubilden. Auf die Art und Weise könnte man das Ganze, also den JavaScript-Code, das ist im Wesentlichen React-Code. Also den kann man auch im Webbrowser laufen lassen. Die zweite Frage, habe ich das richtig verstanden? Das ist JSX, ist eine Erweiterung von JavaScript, das ist praktisch eine neue Sprache. Es bringt als neue Syntax das hinein mit den Spitzenklammern. Dass man als mehr Syntax. Also es ist eine eigene Sprache. Ja, wobei
Man braucht dazu heutzutage nichts Besonderes, weil in das Babel-Projekt, welches erforderlich ist, wenn man eben die Features von ECMAScript 2015 oder ECMAScript 2017 bzw. ES6, ES7 verwenden möchte, in diesem Babel-Projekt ist der Support für GSX schon drinnen. Und in Wirklichkeit ist diese Syntax mit den spitzen Klammern, lässt sich sehr leicht auf eine reine JavaScript-Syntax übersetzen. Dort steht halt einfach, dort wo eine spitze Klammer beginnt, steht dann dort React.createElement, dann steht im ersten Parameter der, was weiß ich, H1, ja, der Deckname, im zweiten Parameter stehen die Properties von diesem Objekt und im dritten stehen die Children von diesem Objekt. Das heißt, diese Übersetzung von GSX auf JavaScript ist eine sehr simple und die ist aber in Babel schon eingebaut. Das heißt, wenn man heute Webentwicklung macht, ist das da. Ein Webentwickler, okay. Aber das heißt, im normalen Browser funktioniert GSX nicht. Wenn jetzt meine Firefox eine GSX-Datei gebe irgendwo, dann wird er sich... Dann funktioniert sie nicht, aber im heutigen Workflow von einer Web-Applikationsentwicklung wird immer der Code, den man schreibt, übersetzt, ergänzt um die sogenannten Polyfills, beziehungsweise übersetzt in das JavaScript, was die meisten Browser verstehen. Weil man hat viele Features, die in JavaScript schon als Standard definiert sind, aber noch nicht in allen Browsern unterstützt ist. Und die letzte Frage, wenn ich das verwenden will, muss ich mir ein MacBook kaufen? Nein, das ist nicht richtig. Das ist nur richtig, wenn man eine iOS-App entwickeln will und in den App Store einladen will. Das heißt, eine iOS-Applikation, die ich nicht in den App Store laden will, kann ich auf einen was für einen Rechner dann mit aufentwickeln? Wenn man eine, also da würde ich dann sagen, man geht diesen Weg über das Expo.io. Dort kann man seine App hochladen, die stellen gleichzeitig einen Service zur Verfügung, dass man eben keine App im App Store braucht, sondern man lädt diese Expo-App, so ähnlich wie wir es... Aber ich kann grundsätzlich mal entwickeln, also das ist von genau, von man kann grundsätzlich mal entwickeln, man kann iOS-spezifische Sachen hineinschreiben, wenn man sie austestet mit dem snack.expo.io, kann man sie sogar ausprobieren und das Look and Feel anschauen. Aber man kann sie hochladen und über die Expo-App steht sie zur Verfügung, auch wenn ich sie selber nie auf einem Apple gesehen, getestet habe oder auf dem Emulator gesehen habe. Also das geht schon. Spannend. Ja. Sonst noch Fragen? Ich hatte noch eine Frage und bitte. Zwar in Android und wahrscheinlich auch bei Apple ist es so, dass man für jede Ansicht, die man auf mobilen Gerät hat, beispielsweise Auflösung oder Panorama und Querformat, muss man ein eigenes File erstellen, quasi das diese alle darstellbaren Elemente enthält. Wie wird das bei React abgebildet? Na, man muss dort auch, also bei Android bin ich jetzt nicht Experte, gebe ich zu, bei iOS kann man Designs so machen, dass sie in beide Richtungen funktionieren. Wie ist es jetzt da bei unter React Native dreht man es und es funktioniert weiter. Ja? Also die App dreht sich, dazu muss man einmal nichts extra erstellen. Wenn man die Orientierung des Geräts verwenden möchte, dann muss man natürlich das berücksichtigen und an der entsprechenden Stelle oder auch die Display-Auflösung muss man dann entsprechend mehr Code schreiben. Aber man muss nicht von Haus aus alles doppelt schreiben, weil es Landscape und Porträt möglich wäre oder so. Das heißt, das mache ich auch nur einmal, aber ich muss halt für verschiedene Auflösungen oder wenn ich im Porträtmodus eine andere Darstellung habe als im Querformat, als im Landscape-Modus, dann muss ich das schon auch. Wenn es was anderes tun soll, muss ich das natürlich sagen, weil dann soll es was anderes tun. Aber ich zeige es ganz kurz vor, ich kann ja dieses Gerät da drehen. Also wunderschön, dass man schön sieht, wie es sich dreht. Man sieht, das Layout passt auch noch. Die verwenden intern zum Layoutieren die Flexbox-Semantik, sagen wir. Ja. Das heißt, das geht ja heutzutage in den Browsern auch über sogenannte Flexbox. CSS ist eine CSS-Neuerung, die mit CSS 3 gekommen ist. Und die verwenden mehr oder weniger dieselbe Syntax, um das Layouting zu machen. Und das ist ident auf
Also das wird gleich verwendet unter Android wie unter iOS. Also wenn man definiert, das Kastel soll ein Drittel Höhe haben, dann wurscht, wie das Gerät orientiert ist, ein Kastel hat ein Drittel Höhe. Ja. Gut. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich ganz herzlich für den Vortrag. Bitte. Und darf damit die Linux-Wochen für heuer beschließen. Nicht ohne den Peter gefragt zu haben, wo wir denn mit den Vortragenden zum Heurigen. Kleiner Hauptstraße Nummer 40 habe ich. Ja, dann danke, wie gesagt, allen Vortragenden. Danke auch dem Peter und dem ICP fürs mit gemeinsam organisieren.